Herzlich willkommen zu einer weiteren Chorprobe des ersten Wiener Gemeindebauchors mit mir, Martin Strommer. Seit fast 12 Jahren darf ich diesen Chor leiten und die Sängerinnen und Sänger sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und falls Sie uns nach dieser Krise auch einmal in einer realen Chorprobe, wahrscheinlich erst ab September, besuchen wollen, um mit uns zu singen, werden Sie merken, dass ganz, ganz viele liebe Sängerinnen und Sänger, viele Menschen in unserem Chor sind und dass auch Sie gerne bei uns willkommen sind und aufgenommen werden. Der erste Wiener Gemeindebauchor trifft sich 3-mal wöchentlich. Das heißt, jeder Sänger hat seine bestimmte Chorprobe, entweder Montag im 22. Bezirk oder Dienstags im 15. Bezirk oder Mittwoch im 10. Bezirk. Manche meiner Sängerinnen und Sänger kommen auch 2 oder sogar manchmal 3-mal die Woche. Darüber freue ich mich besonders, denn da geht besonders viel weiter. Besonders wenn jemand einmal in seiner Probe nicht kann und ausweicht, ist das sicher sehr sinnvoll und herzlichen Dank an alle, die das immer tun. Gut, wir wollen gleich beginnen heute mit dieser Chorprobe und zwar wie immer einmal mit unserem Atem. Wir holen tief Luft und blasen dabei den Blasbalg, unseren Bauch auf. Genau. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie richtig atmen, falsch atmet man, wenn man beim Atmen immer alles, den ganzen Körper hebt. Also wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das gut und richtig machen, dann machen Sie das öfters am Tag, besonders wenn Sie sich gerade sehr gestresst fühlen. Das hilft Ihnen beim Herunterkommen, beim Entspannen. Den Körper abklopfen. Die Hände, Arme und alles, was wir so haben an unserem Körper, ausschütteln, abklopfen, kreisen, langsam, nicht so schnell und hastig wie ich, ganz ruhig, genau. Das ist einfach grundsätzlich gut, man kann hier vor Verspannungen des Rückens vorbeugend diese Übungen auch jederzeit machen. Genau. Eben Arme und auch Beine ausschütteln. Auch das Abklopfen. Sie merken schon, wie es dann plötzlich zu kribbeln beginnt unter der Haut. Das ist sehr gut. Überall ein bisschen kneten wir das Gesicht, genau, ein bisschen da im Nacken, eine leichte Massage. Wer macht die schiersten Grimassen? Genau. Wir putzen noch unsere Zähne mit der Zunge. Genau. Heute möchte ich eine Übung mit Ihnen probieren, die wir noch nicht gemacht haben, und zwar, das heißt, wir blasen die Luft durch die Lippen. Genau, als würden wir das Geräusch eines Autobusses nachmachen. Genau, und wenn Sie das gut können, wahrscheinlich können Sie es schon, dann versuchen wir möglichst hoch zu beginnen und möglichst tief hinunter zu brummen. Und wenn Sie das gut können, dann probieren wir es von der Tiefe nach oben.
Und die merken, an einer gewissen Stelle gibt es so einen kleinen Knackpunkt, über den man drüber springen muss. Und das ist dort, wo sich unsere Stimme in die Kopfstimme und in die Bruststimme trennt. Und diesen Übergang möglichst geschmeidig zu machen, so dass man das nicht hört als Zuhörer, das ist die große Kunst. Vorteil bei dieser Übung, bitte schlucken, ist, dass sich alles, was uns verschleimt, hier gelöst wird. Auch Summen ist dafür eine ganz gute Sache. Dann sind wir frei von allen Fröschen, die uns hindern, um loszulegen mit der ersten Gesangsübung. Anschauen wollen, ist nicht besonders schwierig. Es ist nach unserem Skatkalypso letzte Woche wieder ein bisschen etwas Heimischeres. Ein Volkslied, diesmal aus Niederösterreich. Trennt ein Steg überm Boch. Es ist nicht immer leicht, fürs Leben den richtigen Partner zu finden. Und so ist der Inhalt des Liedes, Sie werden es gleich merken, in der Strophe, auch ein bisschen zum Schmunzeln. Der Bub verliebt sich in ein Mädchen, das Mädchen will nichts von ihm wissen. Also muss er halt am Ende eine andere finden. Wir beginnen mit der Bassstimme. Vorher möchte ich aber auch noch sagen, singen Sie in dem Dialekt, der Ihnen liegt. Volkslieder können meiner Meinung nach immer adaptiert werden. Wir werden nie so schön wie Kärntner kärntnerisch singen und wir werden nie so schön wie Tiroler tirolerisch singen. Deshalb, glaube ich, ist ein Volkslied im eigenen Dialekt gesungen immer am allerschönsten. Die Bässe bitte. Trennt ein Steg über Bord, schleich ihm ein Dirndl noch. Mir war so Lord um sie und ihr um mich. Mir war so Lord um sie und ihr um mich. Super. Wir machen die Altstimme. Trennt ein Steg überm Bach, schleich ihm ein Dirndl noch. Mir war soll Lord um sie und ihr um mich. Mir war soll Lord um sie und ihr um mich. Sie merken schon, mit den Tonlängen darf man durchaus auch ein bisschen spielen. Es handelt sich jetzt um keine Komposition von Mozart oder heuer im Jubiläumsjahr von Beethoven, sondern um ein Volkslied. Und das Volkslied darf
dem eigenen Empfinden auch ein bisschen adaptiert werden. Das heißt, Noten, auch wenn sie am Blatt stehen, als halbe Noten, als Viertelnoten, dürfen auch einmal kurz, einmal länger gesungen werden, je nachdem auch, worum es in der jeweiligen Strophe geht. Die Tenorstimme. Denn dann steig über Mauer, schleich ihm ein Dirndl noch, mir vor soll Lord um sie und dir um mich. Mir vor soll Lord um sie und dir um mich. Heute möchte ich einmal für die tiefen Frauen die Tenorstimme eine Oktave tiefer singen, sodass sie sich vielleicht leichter tun, ihren Ton zu finden. Also, Tenorstimme eine Oktave tiefer gesungen. Trennt Anstieg über Bauch, schleich ihm ein Dirndl noch, mir war soll Lord um sie. Und mir um mich, mir war soll Lord um sie und mir um mich. Genau, Sie merken schon, das klingt sehr tief. Das ist tiefer sogar als die Bassstimme teilweise. Aber unser Ohr gaukelt uns das so vor, wenn eine Frau sehr tief singt, ist das in Wirklichkeit aus der Perspektive der Männer relativ hoch. Auch wenn es uns nicht so vorkommt. Es geht dann immer um den Akkord, der nicht dadurch verfälscht sein soll, dass eine Stimme in der falschen Oktave singt. Die Melodie hat bei diesem Lied wie so oft das Sopran. Trennt Anstieg über Bauch, schleich ihm ein Dirndl noch. Mir war soll Lord um sie und ihr um mich. Mir war soll Lord um sie und ihr um mich. Genau. Singen wir es doch einmal vierstimmig. Jeder in seiner Stimme. Sopran alt, tiefe Frauen oder Tenor, Bass, das war ihr größte Freit. Hormgangs mit einem anderen Burm. Na na, wir gescheit. Such dir eine andere heut, die dir auch gefällt. Darf ich mich für heute wieder von Ihnen verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute bereits zum 7. Mal gemeinsam ein Lied erarbeiten dürfen. Nächste Woche gibt es noch ein Lied, das wir versuchen zum Klingen zu bringen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes, langes Wochenende, das ja vor uns liegt, und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ihr Martin Strommer.